Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum Replay Mittwoch. Erst einmal natürlich frohes neues Jahr und in der ersten Runde sehen wir Lies von Kiel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er sitzt im Panzer 4 Schmalturm, dem Premium Medium Panzer auf Stufe 6 der Deutschen, den ihr euch aktuell für ein paar Tage Miete über das Twitch Prime Care Paket für World of Tanks in die Garage holen könnt. Alle Infos dazu packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Wenn ihr dann den Panzer auch behalten wollt, könnt ihr den auch, glaube ich, für 30% günstiger kaufen. Und wir schauen mal, was er uns hier mit diesem Fahrzeug so zeigen kann. Fangen wir immer mit der Kanone an. 150 Pen auf der AP, obwohl er hier gerade mit APCR unterwegs ist. Eigentlich wäre das gegen den... Was war das da unten? Gegen den Light auf jeden Fall auch möglich gewesen. 135 der Alpha, 194 Pen auf der APCR, 38 Pen auf der HE mit 175 Alpha, wenn sie durchschlägt. Die Kanone sehr präzise mit 0,32 Stock, 2,3 Sekunden Einzielzeit. Das ist wiederum ein bisschen nervig, aber für Tier 6 auch absolut in Ordnung. 4,2 Sekunden der Stock Reload. Hallöchen. Und die Softstats auf der Kanone sind auch nicht die schlechtesten. Warum er hier als 6er Same-Tier-Gefecht direkt am Anfang seine ganzen APCR raushaut, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, weil das, was hier so rumfährt im Moment und wo er, welchen Winkel er da rankommt, ist eigentlich auch alles APCR-würdig. Er hat jetzt wieder auf APCR umgeladen. Ja, also schnell schießende Kanone mit einen nicht so hohem Alpha, das kennen wir ja auch schon vom Cromwell etc. Die Softsets sind wie gesagt okay, bis gut, ja, damit kann man arbeiten. Kommen wir mal zu dem, was jetzt nicht so geil ist. 48 km pro Stunde Topspeed, das geht noch. 18 rückwärts ist auch okay, aber er hat ein Leistungsgewicht von gerade einmal 10,04 PS pro Tonne. Hallo? Das ist ja wie ein, das ist ja wie ein Heavy. Also, ja, er ist langsam in der Beschleunigung, möchte ich einfach mal sagen. Er hat also seine Schwierigkeiten, so auf diesen Topspeed zu kommen. Und das ist natürlich für den Medium-Panzer so sehr, sehr schwierig. Die Kanone lädt halt ein zum Snipern. Das sehen wir halt hier. Oh, hallo. Das ist natürlich auch geil. Aber natürlich, wenn dann der Medium überhaupt nicht wirklich mobil ist, nervt das halt schon. 8 Grad Gun Depression, 37 Hitpoints, 370 Meter Sichtweite. Das ist alles ganz okay. Er hat die Seitenschürzen, das ist ganz praktisch gegen HE und gegen Heat-Munition, wobei natürlich Heat auf der Tierstufe noch nicht so wirklich unterwegs ist, von daher eher was gegen HE. Panzerung nicht wirklich erwähnenswert. Jetzt, lol, so viel sage ich, gleich was zu, es gibt nicht so viel Heat auf der Tierstufe und dann kriegt er hier vom IKV eine Heat reingesetzt. Lol, es gibt ein paar Fahrzeuge mit Heat, aber auf der Tierstufe sind das wirklich überschaubare Fahrzeuge. Ja, Panzerung im Grunde nicht wirklich vorhanden. Der Turm eventuell mit der Gunblende frontal kann was bouncen, der Rest, naja. Das Fahrzeug ist nicht wirklich großartig besonders. Wie gesagt, diese Mobilitätsprobleme sind natürlich so ein Problem. Gerade auf Tier 6 ist das halt nicht so geil, wenn man dann mit so wenig Leistungsgewicht durch die Gegend fährt. Aber er snipert hier halt durch die Gegend. Dafür ist er wirklich gut gemacht, wenn man halt die Ziele hat. Und wenn man dann hier keinen Counter-Spot kriegt, beziehungsweise keiner mal einfach in die Büsche hier oben reinhält, dann kann man da einfach gemütlich rumstehen und hat jetzt schon 1600 Hitpoints an Schaden gemacht, 1200 gespottet. Und wenn die Runde jetzt zu Ende wäre, wäre die schon phänomenal gut. Und jetzt wartet er im Grunde drauf, dass der Gegner noch weitere Fehler macht. Zu dem Zeitpunkt der Runde, es steht 8 zu 5, könnte man auch sich einfach mal überlegen, jetzt mal ein bisschen aktiver zu werden. Ich hoffe, das tut er jetzt hier auch. Es sieht zumindest danach aus. Denn auch wenn es ein Medium ist mit einer langsamen Geschwindigkeit und schlechten Leistungsgewicht, kann man dann doch mal ein bisschen gucken, dass man sich hier gegen die Sechser so ein bisschen besser positioniert. Und wenn man nur eine andere Sniper-Position sucht, um da besser an die Gegner ranzukommen. Wie gesagt, die Kanone von den Genauigkeitswerten und auch von den Softsets, die ist wirklich gut und zum Arbeiten dafür. Er bounced. Lul. Aber der Rest halt, ihr seht schon, das Ding ist echt langsam. Erinnert so von der Wanne ein bisschen an den E75 TS. Oh, hallöchen, Jumbo. Ja, jetzt wäre es gut, eine APCR gegen den Jumbo zu schießen, denn
Gegen den Frontal ist es meiner Meinung nach, lol, der schießt da blind rein, auch gerechtfertigt. Er versucht gar nicht weiter auf den Jumbo draufzukommen, sondern sich hier dem Achill, oder Achilles zu nähern, der ihn gar nicht beachtet. Er rammt ihn, lol, und macht damit seinen dritten Kill. Aua. So, und jetzt hier Jumbo. Na, da kommt er nicht durch. Das kannst du vergessen. Da musst du dann schon... Jetzt kannst du mal eine APCR auspacken. Warum denn am Anfang so blind und die APCR und jetzt hier nicht? Verstehe ich nicht. Okay, die FV sagt da auch noch Hallo, kackt ihm da aufs Dach und dementsprechend versucht er sich hier weiter zu verlegen. Es steht 11 zu 5. Da ist auch im Grunde nicht mehr viel vom Gegnerteam vorhanden. Der AAL geht da jetzt raus. Er fährt jetzt bewusst nicht in den Cap, um hier den Gegner anzulocken, sondern er will wirklich jetzt den IKV, die FV-AT und natürlich auch den UI, der noch irgendwo rumsteht, jetzt unter Druck setzen. Gegen den IKV würde man... Er hat keine HE. Schade. Hätte man fast mal eine HE versuchen können. Gegen den UI natürlich dann die APCR. Die wäre da jetzt wirklich nötig. Wobei die Standard-Pen-Werte auf der AP mit 150, die sind halt auch nicht schlecht. Also, was die Kanonenwerte angeht, ist er eigentlich auf der Stufe, auf der Tierstufe hier in ja, guter Begleitung. Also, die Mediums, die da sonst so rumfahren, die sind da ungefähr ähnlich unterwegs. Also, wenn ich da gerade so an Cromwell denke, der hat natürlich von den Softstats her eine ganz andere Kanone, aber der ist jetzt von den Pen-Werten her auch nicht schlechter. Oder nicht viel schlechter. Also, da ist der UI. Der hat halt leider noch ein paar Hitpoints. Jetzt lädt er die letzten drei APCR. Die reichen halt nicht, um den UI komplett rauszunehmen. So, Hallöchen, Hallöchen. Oh, oh. Der ver- Oh, okay, der UI verschießt da leichtfertig. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt erstmal zurück. Ja, ich glaube, ich hätte die Nummer 3 auch noch gesetzt und wäre dann zurückgefahren. Aber da wäre ich vielleicht rausgegangen, denn wie gesagt, die Mobilitätswerte auf dem Teil sind halt echt scheiße. Und immer da wieder in Deckung gekommen ist, vergehen dann auch nochmal 1-2 Sekunden. Und deswegen war das jetzt keine schlechte Entscheidung, sich vor dem UI erstmal zurückzuziehen und erstmal vielleicht die Arti ein bisschen arbeiten zu lassen. Was ich auch ganz cool finde, dass er jetzt hier sich verlegt und den, versucht, den UI von der anderen Seite anzugehen. Wobei er natürlich jetzt, wenn er hier hochfährt, in den Proxy-Spot des UIs kommt. Lull. Und ich glaube, ist er offen? War er jetzt schon im Proxy drinne? Die FV kackt ihn da wieder aufs Dach. Und jetzt ist mal so ein bisschen Rückwärtsgang angelegt. Oder hat die einfach blind hier reingehalten? Ich glaube, die hat einfach blind reingehalten. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, was so ein UI anrichten kann. Und deswegen ist es jetzt gar nicht mal so schlecht, sich hier zurückzuziehen. Hinten der KV-2, ja, der ist natürlich viel zu langsam, um da jetzt nochmal nachzurücken. Der hätte viel früher oder zu Beginn der Runde direkt in eine andere Position fahren müssen. So, da geht die FV raus. Das ist schon mal sehr viel wert. Der IKV pusht da jetzt hart. Er muss aber auch aufpassen, dass der UI ihm da nicht mit einem Schuss rausnimmt. Oh, die Arti. Ne, der UI war das. Entschuldigung, die Arti ist ja schon raus. Hä, was? Ne, das war der IKV und der UI hinterher noch. Alles klar, so rum wird ein Shoot raus. So, jetzt den IKV in die Seite. Nein, der guckt sogar in seine Richtung. Der hat geschossen, perfekt. Oh, der UI guckt. In die Turmseite. In die Turmseite. Warum schießt du nicht in die Turmseite? Das wäre der UI gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt wird's... Der guckt immer... Guckt der zu dir? Ist schwer zu erkennen. So, und keiner aus seinem Team macht hier wirklich große Anstalten, ihm zu helfen. Ah, die Arti vielleicht. Was macht er jetzt? Schreibt er in den Chat? Move Team All. Ja, denn die machen das, was du am Anfang gemacht hast. Oh, schön. Der AL kann den IKV blind rausnehmen. Report all. Ey, beruhig dich mal. Du hast am Anfang auch die ganze Zeit rumgestanden und rumgesnipert. Jetzt, was soll der KV2 machen? Ehe der KV2 irgendwo ist, ist das Gefecht dreimal... ist das Gefecht dreimal gelaufen. So, er hat geschossen. Jetzt nimm ihn raus. So. Damit war's das. 2300 Damage, 1200 Hitpoints, 4 Kills.
Die Auswertung zeigt uns, das war ein Panzerass und auch die erste Gunmark. Also entweder hat er hier direkt, nachdem das Twitch Prime Care-Paket raus war, ordentlich losgelegt mit dem Panzer. Oder er hat ihn schon länger in der Garage, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Wie auch immer, Unterstützer, Großkaliber gab es auch noch. Und jetzt nochmal kurz der Hinweis, oder beziehungsweise die Anmerkung. Das am Anfang APCR-Geschieße habe ich nicht ganz so verstanden. Das hättet ihr am Ende mit dem die noch ein paar mehr APCR gegen den UI auf jeden Fall mehr geholfen. Und natürlich steht der KV-2 da hinten sinnlos rum und snipert. Aber wo soll er denn hin? Der KV-2 hat von Anfang an im Prinzip die falsche Position eingenommen und ist dann zum Zeitpunkt, wo man eigentlich in der Vorwärtsbewegung sein muss, so weit hinten, dass wenn er sich dann in Bewegung setzt, im Grunde auch nichts mehr machen kann. Natürlich hätte er noch irgendwo anders hinfahren können, aber einfach mal kurz durchatmen, weil du hast am Anfang auch viel rumgestanden. Ja, der Panzer hat ein schlechtes Leistungsgewicht und ja, du hast am Anfang auch die Kanone zum Arbeiten bekommen, aber trotzdem, also was soll der KV-2 von da hinten machen? Wenn er sich in Bewegung setzt, hast du den UI dreimal verarscht und rausgenommen. Von daher, schwierig. Der Rest, naja, sie haben halt drauf gewartet, dass sie einfach eine Schusslinie kriegen. Unterstützer Großkaliber gibt's noch. 2600 Damage ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Runde für einen Tier 6 Medium. 4 Kills, 1340 Basiserfahrungspunkte, 1200 Support Damage. Wie gesagt, am Anfang die APCR, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht wegen den Fluggeschwindigkeiten, dass man da nicht so weit vorhalten muss. An für sich hätte am Anfang die AP auch ausgereicht. Zumal halt auf Tier 6 mit 150 Pen auf der AP man grundsätzlich nicht so schlecht ausgestattet ist. Die Schokolade noch als Verbrauchsgüter. Am Ende sind es trotzdem 47.000 Credits plus mit dem ganzen Weihnachtsgedöns und Premium-Account und 2613 Erfahrungspunkte. Wie gesagt, den Panzer, diesen Premium-Panzer gibt es aktuell für, ich glaube, 14 Tage sind das immer, im aktuellen Twitch Prime Care-Paket Ende Dezember, Anfang Januar. Wenn ihr das Video halt später schaut, dann habt ihr natürlich die Gelegenheit verpasst. Aber jetzt aktuell ist er halt für Miete zu bekommen und dann auch für 30% günstiger zu kaufen, wenn man ihn haben will. Die Infos dazu, wie gesagt, als Link in der Videobeschreibung und wir schauen mal ins zweite Gefecht für heute. Zweite Runde und wir sind auf Tier 10 unterwegs und wir sehen Meisterjäger aus dem Comic-Clan, cooles Kürzel, im T100LT, dem Tier 10 russischen leichten Panzer. Und ja, die Map mit, was ist das, Ruinenberg, ja? Ja, Ruinenberg, ich verwechsel das gerade mal mit Erlenberg. Mit Ruinenberg ist natürlich jetzt nicht, sage ich mal, die mega leitfreundlichste Map, aber man kann hier durchaus auf der Map was machen und ich bin gespannt, was er uns hier zeigen kann. Ja, leichter Panzer, wir fangen mit der Kanone wie immer an, 230 Pen auf der APCR, das ist Standard, Premium ist AP und da hat er 200... Oh, 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 hallo, lull, der verschießt das mal. Da hat er 248 Pen, also die Steigerung, könnte man denken, ist erstmal gar nicht so groß. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Normalisierung auf APCR und AP ist ein bisschen anders. Also, ja, lol, er macht die Arti da hinten auf. Was? Krass. Okay, er macht die Arti da hinten auf. Ich würde gerne mal wissen, was er hier für eine Sichtweiten-Crew hat, was er für eine Stock-Sichtweite hat. Dass er, oder generell für eine Sichtweite, dass er die Arti da auf quasi Max-Range spottet. Denn die hat ja auch noch einen gewissen Tarnwert, also das ist nicht schlecht. So, er ist hier in diese sehr aggressive Position gefahren. Wenn er hier keinen Druck kriegt, dann kann er einfach alles in der Mitte spotten. Damit haben die Gegner, die da auf D8, D9 stehen, im Grunde überhaupt keine Möglichkeit, in die Mitte zu wirken. Und sind permanent genervt hier von ihm. Und er kann jetzt hier wirklich anfangen, den Schaden zu farmen. Und er ist hier extrem schwer auch zu treffen. Machen wir mal weiter mit dem Alpha 300. 360 mit der HE. 0,46 die Genauigkeit der Kanone. Das ist schon wow. Aber die Softstats sind extrem gut. Das heißt, ja, das Fadenkreuz geht im Grunde so gut wie nie richtig auf. Natürlich muss man auf große Distanz erstmal treffen, aber er kann jetzt hier wirklich die Gegner nerven und ein bisschen ablenken. Und dann kann dadurch sein Team quasi in der Mitte die Möglichkeiten geben, da zu wirken. Im Gegensatz natürlich der Sheridan, der da auf F5 steht, ist auch ein Problem, denn der macht im Grunde genau das Gegenteil. Oh, tschüssi, 430. Der macht genau das Gegenteil für das rote Team und nervt halt an den Progetto und den Patton und auch vielleicht den Super Conqueror.
Reload 7,8 Sekunden Stock. Ja, da konnte er nicht durchkommen beim M, oder? Ne, er kann ihn noch ketten. 72 Kilometer pro Stunde Top Speed, 25 rückwärts, 48 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Damit liegt er schon ja, im Niveau der Radpanzer. Ja, da kommst du nicht durch. Da brauchst du, wenn, dann Premium und selbst dann musst du Glück haben. 5 Grad Gun Depression, das ist wieder typisch russisch. Er ist extrem flach, ist deswegen auch extrem schwer zu treffen und auch die Panzerung von ihm ist gar nicht so schlecht. Ja, Tier 10er rotzen da schon mal durch, aber, oder auch 9er, aber er kommt halt auch in den guten Winkel und deswegen kann auch durchaus mal was an dem bouncen. 1500 Hitpoints, 900, nicht 900, sondern 390 Meter die Sichtweite. Und daran sehen wir schon, die Charakteristik der 10er Scouts ist halt mit den Sichtweite schon teilweise, ja, schlechter als mancher Medium oder Heavy. Aber dafür hat er natürlich die extreme Mobilität. Wargaming hat durch diese neuen, nicht Premium, sondern durch diese neuen Scouts das Spiel extrem schnell gemacht. Das gefällt nicht jedem und die eigentliche Charakteristik mit guter Sichtweite und TAM-Wert, na zumindest mit guter Sichtweite, wieso trifft er ihn da nicht? Oder steht da noch jemand davor? Ist halt so ein bisschen, ja, nicht mehr gegeben, so wie früher. So, er spottet dort das 203, Objekt 268, aber er kommt da nicht wirklich ran. Er hat hier das Problem, dass die Häuser da in, oder beziehungsweise die, ja, die Wände im Weg sind. Er ist halt teilweise zu flach. Und jetzt ist das Objekt da drüben auch wieder zu. So, Super Conqueror, kommt er da hin? Ne, da ist jetzt das Haus im Weg. In der Stadt sieht es mittlerweile relativ gut für sein Team aus. Und jetzt ist quasi der Zeitpunkt gekommen, hier so ein bisschen die Position zu verlassen und den Prochetto da oben so ein bisschen zu supporten. Er ist bei 2000 Hitpoints selber gemacht und 1000, knapp über 1000 Hitpoints gespottet. Da geht jetzt der Prochetto durch den Super Conqueror raus. Und er hat es jetzt im Prinzip noch geschafft, hier, ja, wegzukommen. Er wird zwar noch mal gespottet, aber er kann jetzt von einer anderen Position aus versuchen, den Super Conqueror zu nerven. Jagd-E schreit das Spot. Ja, der wartet scheinbar darauf, dass er hier den Super Conqueror aufmacht, dass er aus der Mitte da wirken kann. Aber ich glaube, so weit hinten, wie der Super Conqueror jetzt steht, braucht er gar keine Hoffnung haben, dass er da irgendwie an ihn rankommt. So, Hallöchen. Noch ein paar Büsche in den... Wow, da geht er zu. Er schießt trotzdem. Die Arti verschießt. Jetzt muss er halt gucken, dass er hier genug Büsche zwischen sich und den Super Conqueror bringt. Ja, die Pen-Werte bei den Lights sind halt echt schwierig. So, sehr gut, die Arti stunt ihn. Damit hat er eine schlechtere Sichtweite. Boah, er kommt trotzdem mit Auto-Aim nicht durch. Und jetzt geht er in den Infight. Er spekuliert drauf, dass das Objekt nicht nachgerückt ist. Doch, ist es... Oder ist es der Jagd-E? Ne, es ist der FV. Uiuiuiuiui. So, er nimmt ihn raus. Jetzt ist der FV vermutlich gleich im Reload fertig, deswegen einfach wieder wegfahren. Einfach wieder wegfahren. Da hat er Glück gehabt, dass der FV verschossen hat. Aber so ein Glück muss man halt muss man halt haben. Mein Gott. Und sehr schön. Und dann kriegt er den kompletten Spotting auf den FV. Er hat halt auch Glück gehabt, dass der FV verschossen hat. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Jetzt haben wir noch einen Jagd-E, der ist auf A7. Die Arti ist auf A4 gespottet. Und da hinten ist das Objekt. Hat er das Objekt jetzt gespottet? Ich gehe mal davon aus. So. Ja. Er will nicht schießen. Er will den Spot haben. Sehr gut. 1100 Spot. Er liefert seinem Team am Ende ja noch die Spots. Und kann das Objekt dann sogar noch rausnehmen. Sehr schön. 4 Kills und über 2700 Schaden selber gemacht und 3300 Spotting. Und wir haben einfach gesehen, wie wertvoll ein Scout ist, der sich am Anfang traut, wirklich in die, ja, in die Position zu fahren, die dem Gegner halt wehtun. Und der Gegner halt, ja, nichts dagegen tut und auch nur sehr schwer was dagegen tun kann. Hier sehen wir die Auswertung. Er bekommt mit dieser eigentlich recht leicht runtergespielten Runde, zumindest so wie es aussah, das Panzerass. Er bekommt den Speer, den Schläger, den Kämpfer und das Wirkungsfeuer. 2700 Schaden gemacht, für einen 10er Light in meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Das ist Platz 4 vom Schaden. 4 Kills, 1190 Basiserfahrungspunkte ist hier Platz 1, denn er hat insgesamt 4059 Support Damage gesammelt. Also er hat auch so gesehen seine Aufgabe als leichter Panzer erfüllt. Mit den ganzen Boni, die es gerade gibt und noch eine Mission, die irgendwie am Laufen ist, bekommt er hier sogar 127.000 Credits aus der Runde raus. Wir dürfen nicht vergessen, er hat keinen Schaden genommen. Er hat nur Munitionskosten
Und das lohnt sich dann auf jeden Fall. Doppelter Tagessieg und noch ja die Reserven am Laufen. 4.463 Erfahrungspunkte. Schöne Runde im 10er Light der Russen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu beiden Gefechten gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch oder auf YouTube. Das sind Danny, 122er, Krongsturm, Kütü, Kulle und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.